Inspektor Cotter hat Armand Nightingale verhaftet. Du meinst Martin Smith. Entdeckt ihr Jelena irgendwo? Nein, dafür meldet sich der Helm zurück. Ich hatte schon befürchtet, ihm liegen ein paar Sandkörnchen quer. Cool. Teures Schiffchen. Da muss ein... Wo ist unsere Freundin? Wollten Sie die wohlhabenden Charkows ausnehmen? Ohne Anwalt sage ich kein Wort. Das ist Ihr Recht. Mal sehen, wie der echte Mr. Nightingale dazu steht, dass sein Angestellter ein krimineller Aufschneider ist, der sich seines Eigentums bedient. Wenn er Jelena etwas angetan hat? Niemals! So etwas tut ein Gentleman nicht. Jelena? Bist du das? Wo steckst du? An Bord der Casanova. Das ist die Gelegenheit. Auch wenn der Typ ein Schwindler war, er hätte uns wirklich zu Gallaghers Insel gebracht. Wie kann man so einfältig sein? Wer soll die Yacht überhaupt steuern? Etwa Peter? Ach, naja, zutrauen würde ich mir das. Ich bin mal mit einem betuchten Kumpel von Jeff rausgefahren und... Tut mir leid, Jelena, aber das ist wirklich eine Schnapsidee. Wir rufen dir jetzt ein Taxi, ehe wir unseren Leichtsinn bereuen. Danke, aber das kann ich auch allein. Ich bin schon ein großes Mädchen. Kommt ihr mich kontrollieren? Es dauert halt, bis Rollifahrer ein gescheites Taxi bekommen. Noch könnt ihr es euch überlegen. Die Yacht ist zum Ablegen bereit. Captain Peter Shaw setzt gelassen den Kurs. Schiff ahoi und Leinen los, meine Insel war grandios. Wo das Meere endlos zahnte, Gold sich dunkle Wege bahnte. Insel, Meer, Zähne. Dunkles Gold oder schwarzes? Jetzt dämmert es mir. Denk mal an einen unserer frühen Fälle. Man bezeichnet Erdöl als schwarzes Gold. Gallagher hat auf einer Bohrinsel gearbeitet. Zähne? Das Riff der Haie. Ich wette, die Teile, die wir ausgegraben haben, verhelfen uns zur Mitfahrgelegenheit. Große Geister und fleißige Hände haben bei den Vorbereitungen geholfen. Ganz, ganz ohne Fremde. Hilfe geht es im Alter nun mal nicht. Also ich sehe keine Mitfahrgelegenheit. Ihr etwa? Die Form der Vertiefung ist uns bekannt. In der Innentür stecken kleine Teile. Jedes sieht aus wie ein Chip. Chip Delaney? Wo? Na toll, Peter. Wie kann man so schusselig sein? Starr keine Löcher in die Luft, sondern hilf mit. Wartet, was immer wir auslösen. Ich möchte es in der Gewissheit tun, dass Jelena uns nicht gleich wieder auf die Pelle rückt. Ein Taxi. Mann, was bin ich froh, dass Jelena auf uns gehört hat.
Captain Peter. Ich sehe lauter Quadrate in Quadraten. Hier fehlt noch der eine oder andere. Ruhig, Peter. Chip. Kollegen, wir haben ein nautisches Sudoku zu knacken. Wenn meine Augen nicht lügen, müssen wir nachbessern. Thank you.
So ist die Anordnung korrekt. Seht mal, da kommt ein Boot. Ist es die Ghost? Sie fährt von allein. Wahrscheinlich GPS gesteuert. Ist sie nicht viel zu flott? Knapp daneben ist auch vorbei. Diesem Wrack sollten wir unser Leben anvertrauen? Nicht mal der Helm will da mitmachen. Kommt rasch zur Casanova. Liebe Grüße, Jelena. Saß sie nicht schon im Taxi? Da stimmt etwas nicht. Gehen wir hin. Ganz schön was los am Hafen, Jungs. Das mit dem Taxi tut mir leid. Kommt doch an Bord und vergesst den Helm nicht. Wir denken nicht daran. Diese Farce muss ein Ende haben. Gib zu, du weißt gar nicht, wohin die Reise geht. Darf ich mich vorstellen? Chip Delaney, zukünftiger Erbe von Nolan Gallagher und endlich im Besitz seines sonderbaren Helms. Mund zu, Mr. Jonas! Du bist doch schlau genug, um zu wissen, was ich mit Mrs. Charkova anstelle, wenn ihr in unserer Abwesenheit die Bullen ruft. So ist es brav. Macht es gut, meine Herren, und danke für die Vorarbeit. Die drei Detektive sind wie erstarrt und verfluchen die Zwickmühle, in der sie sich befinden. Die Polizei einzuschalten steht außer Frage. Doch Peter kann nicht tatenlos zusehen. Er beschließt, zu handeln. Na Peter, tu das nicht! Geschehen ist geschehen. Zum Glück ist der fragwürdigen Crew entgangen, dass die Casanova Peter als blinden Passagier an Bord hat. Während es für Peter und Jelena zum Riff der Haie geht, hoffen Justus und Bob auf ein baldiges Lebenszeichen. Ich sollte mich Jelena zu erkennen geben, bevor ich bei ihr aufschlage. Chip und Natalie haben die arme Jelena gefesselt. Die wollten auf Nummer sicher gehen. Peter! Sie hat mich bemerkt. Jetzt bloß kein Mucks. Ach, diese dusselige Möwe wird noch alles verderben. Willst du wohl still sein? Hast du keinen Fisch oder Ballonfahrer, den du ärgern kannst? Mach, dass du wegkommst! Mein Handy, dass ich daran nicht gedacht habe. Besser, ich schalte es auf stumm. Es hat noch Saft. Der Empfang ist gut. Hey, was soll das? Oh, mein schönes Handy. Hoffentlich hat das niemand mitbekommen. Peter! Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Wir fahren zum Riff der Haie. Die Bohrinsel dort wurde vor längerem stillgelegt. Offiziell heißt es, sie habe sich nicht rentiert. Wir waren einmal dort, als sie von Umweltschützern belagert wurde. Dass sie ausgedient hat, ist mir neu. Hättet ihr Gallaghers Biografie genauer studiert, wäre euch aufgefallen, dass er dort gearbeitet hat. Mein Handy haben sie einkassiert. Bleibt nur deins. Das ist mir bei meinem Sprung aufs Boot ins Meer gefallen. Kannst du meine Fesseln lösen? Die Stricke sitzen bombenfest. Lass es gut sein oder leg einen Zahn zu. Das war doch kein echter Haifisch, oder? Das hat uns noch gefehlt. Da ist ja der Helm. Im Aufsatz war etwas Sand. Ach, ich wette, die Kontakte sind verschmutzt. Ich sehe mich nicht mit einem Staubwedel herumwirbeln.
eine Fernsteuerung aus dem Modellbau. Ich sehe mich nicht mit einem Staubwedel herumwirbeln. War da was? Schnell, versteck dich! Über Bord mit dir! War da was? Schnell, versteck dich! Ich hätte schwören können. Die Luft ist rein. Das Surfbrett sieht genauso aus wie meins, als es neu war. Mit so einem Ding reinigt meine Mutter das Sofa, wenn ich es mal wieder mit Kekskrümeln eingesaut habe. So leise ist unser Zuhause nicht. Ich nehme mir den Helm von allen Seiten vor. Na bitte. Der Helm hat wieder glanzvolle Zeiten vor sich. War da was? Schnell, versteck dich! Na, sieh mal einer an. Der Helm meldet sich zurück. Ich bin gespannt, wie er Chip steht. Das war knapp. Blöd nur, dass die Kuh den Helm mitgenommen hat. Danke, Peter. Lass mir die Fesseln, damit ich die beiden täuschen kann. Wir nähern uns dem Sperrgebiet. Wir können nicht einfach weiterfahren. Warte! Gallaghers Geist faselt etwas. Er macht uns unsichtbar. Der Helm beeinflusst die Elektronik. Kein Überwachungssystem wird etwas schnallen. Abgefahren! Wir sind gleich da. Ich sollte der Kleinen Bescheid sagen. Kannst du mich denn entbehren, mein Wilder? Ach, Mist. Jetzt muss ich mich auch unsichtbar machen. War da was? Schnell! Wir sind am Ziel und müssen dich eine Weile alleine lassen. Dir wird nichts geschehen. Gehen Sie auf die Plattform hinauf? Das ist nur eine Zwischenstation. Eigentlich geht es um ein Wrack, ein Schiff, das am Riff gesunken ist. Bis später. Wir sind allein. Vielleicht haben Sie mein Handy zurückgelassen. Ruhiges Wetter? Keine Haie in Sicht? Beste Voraussetzungen zum Tauchen. Jelenas Handy. Fremde Benutzer unerwünscht.
Jelena, geht es euch gut? Gib mir Peter. Peter hört mit. Sein Handy liegt auf dem Meeresgrund. Wir sind allein auf dem Schiff. Unsere Entführer sind auf der Plattform. Ethan fährt uns nach Santa Barbara. Dort nehmen wir ein Boot zum Riff der Haie. Das könnt ihr vergessen. Die Insel ist Sperrgebiet. Wir sind nur hier, weil der Helm getrickst hat. Zum Glück hat mich keiner bemerkt. Vergesst den Helm. Wir wollen, dass ihr ohne Polizei heil da rauskommt. Also keine Dummheiten mehr, Jelena. Ohne mich wären wir nie so weit gekommen. Peter wird Helm und Maske beschaffen und uns sicher nach Hause bringen. Das ist der Plan? Du musst großes Vertrauen in meine Fähigkeiten haben. Ich halte deine Kollegen bei Bedarf auf dem Laufenden und du rettest die Lage. Na schön, dann folge ich eben dem feinen Pärchen. Die beiden sind in der Funkbude. Ich halte mich geduckt und pirsche heran. Dieser Spinner Gallagher brabbelt etwas vom gesunkenen Schiff und von irgendwelchen Zombies. Ansonsten wiederholt er sich. Was wir für den Tauchgang brauchen, habe ich notiert. Ich habe den Zettel eingesteckt. Zu dumm, dass kein Tauchgerät an Bord der Casanova ist. Ob Gallagher auf der Bohrinsel dafür gesorgt hat? Wo sind sie hin? Was immer sie suchen, ich sollte es ihnen vor der Nase wegschnappen. Die Luft ist rein. Wenn ich nur wüsste, was Chip alles notiert hat. Wenn ich nur wüsste, was Chip alles notiert hat. Das besorge ich von rechts wegen mit links. Hier sind wir beide fertig, Mrs. Boyd. Hey, was soll das, Chip? Ich habe die Taucherausrüstung zusammen. Bloß, wie komme ich an den Helm? Soll sie nur glauben, die Lainey sei schuld. Diese Treppe führt zur Casanova hinunter. Diese Treppe führt zur Casanova hinunter.
Diese Türen sind schwer und eingerostet. Da braucht man jede Menge Kraft. Diese Türen sind schwer und eingerostet. Soll sie nur glauben, die Lainey sei... Natalie! Chip ist besorgt. Wenn es nebenan scheppert, reagiert er bestimmt. Der Kanister ist aus Blech und leer. Natalie, alles in Ordnung da drüben? Das kommt mir nicht geheuer vor. Bei Chips guter Kondition und den Werkzeugen im Raum wird er nicht ewig eingesperrt bleiben. Am besten, ich höre mir gleich an, was Gallagher zu sagen hat. Unter Wasser ruht am Riff ein kaputtes Zombie-Schiff. Kommst du in dem Bauch zum Stehen, werden wir uns wiedersehen. Ich halte schon mal die Luft an. Ich soll also nach einem Schiff namens Zombie tauchen. Na dann los. Bald werden die beiden checken, was los ist. Wie kann ich verhindern, dass sie mir nachschwimmen? Ich halte deine Kollegen bei Bedarf auf dem Laufenden und du rettest die Lage. Peter Shaw, Erfinder des motorisierten Surfhais. Klar, die gehört in andere Hände. Ich brauche deine Hilfe. Wenn ich tauche, steuerst du den künstlichen Hai ein wenig hin und her, zur Abschreckung. Klar. Ist ein bisschen wie blinde Kuh und Topf schlagen. Ich höre, wenn dein Hai gegen die Yacht schrammt. Verrücktes Manöver, Peter. Sollten Chip und Natalie zurückkommen, musst du natürlich unschuldig tun. Jelena! Jetzt! Da mal her mit der Ausrüstung.
Alles komplett. Ich bin bereit. Okay. Ich kann mich ordentlich darin bewegen. Dann mal ab in die Fluten. Wie komme ich sicher zum Wrack? Luftblase.
Hier lässt sich's atmen. Herrlich. Wo könnte ich meine Lampe hintun? Man erzählt sich, das Schiff habe Untote an Bord gehabt. Wer sie in Formation zum Leben erweckt, ihre Augen schier zum Leuchten bringt, für den schwingen sie den Enterhaken. Komisches Gestell. Für Bücher ist das sicher nicht gedacht. Besser kein Karateschlag. Normales Schloss. Oh, zu genau. Zombies ohne Augen. Was könnte gruseliger sein? Jetzt weiß ich, was noch gruseliger ist. Zombies mit Augen. Eine Harpune. Als Abschreckung okay, aber ich will kein Blut vergießen. Zumal das noch mehr Haie anlocken würde. Na also, eine Maske für unsere Sammlung. Wo
Wo ich gern die Feder schwang, wilder Westen mitmann. Wolken als Kojotenruf, was der wohl mit Pfoten schuf? Hey, das habe ich kapiert. Teilweise. Gallagher war doch Schriftsteller und besaß eine Ranch. Thank you.